Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Shocks auf der PlayStation 2. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal dieses Spiel gespielt habe, weil ich ja seit einer geraumen Zeit an Gran Turismo dran war, an Gran Turismo Sport. Aber jetzt bin ich fertig mit dem Spiel, vorerst. Und jetzt mache ich dieses Projekt zuerst mal fertig. Jetzt, muss ich hier aber noch ein paar Fahrzeuge freischalten. Einerseits den da und dann noch den da. Aber zuerst einfach mal den. Den Peugeot 205 T16 Gruppe B. Ja, sicher. So, ich denke, ich werde heute nicht so lange spielen wie auch schon. Also letztes Mal hatte ich ja immer irgendwie so 2 Stunden 20 gespielt. Da muss ich jetzt mal schauen, vielleicht wird es nur 1 Stunde 20. So, wie ging das nochmal? Ah, goddammit! Fast. Ja, das war tatsächlich ein bisschen Pech. Aber egal. Dann machen wir es eben nochmal. Aber für das erste Mal seit 2 Monaten bin ich eigentlich ganz gut reingekommen, würde ich sagen. Also nochmal Risiko. Ich habe zwar genug auf der Bank, aber ich will das... Es kommt mir gar nicht in den Sinn, da einfach noch mehr Geld auszugeben. Also komm. Boah, das ist ja noch schlechter gelaufen als beim letzten Mal. Toll. Ich muss es anders machen. Das geht so nicht. Vielleicht muss ich die Banding-Methode verwenden. Vielleicht geht's nicht anders. Ja, Risiko. Ja. Das habe ich ja ganz vergessen, dass ich zuerst die Fahrzeuge durch eine Risikofahrt freischalten kann. Aber gut, das wieder in Erinnerung zu nehmen. Ich weiß noch nicht, was auf diesem Projekt kommt. Auf jeden Fall werde ich das so handhaben. Bei Gran Turismo kommt ja sowieso noch ein Update raus. Aber ich muss es ja nicht jetzt gleich spielen. Also ich werde dann noch ein Projekt dazwischen schieben und erst dann werde ich wieder Gran Turismo anfassen. Für alle die, die gerne Gran Turismo Sport sehen wollen, sicher keine so gute Idee, aber das mache ich jetzt einfach so. Also, Jungle Enduro R mit dem 205 T16, den ich aktuell auch ausgewählt habe. Jetzt hoffe ich natürlich, dass ich hier nicht zu viel Zeit verplempere. Hoffentlich bin ich nicht zu laut. Boah, ein bisschen Bremsklotz in der Hand hier. Ja.
fliegen wir den einfach mal, yay. Und plötzlich wieder dritte. Ah, Silber. Hätte auch Gold werden können eigentlich. Ah, diese Kurve. Zum Glück zählt die nicht. So, ich viel zu langsam, logisch, nach dem Fehl. Ah, Silber. Ist auf jeden Fall alles auf Gold machbar. Das ist schon mal schön zu wissen. Oh, du scheiß Porsche! Was soll der Scheiß eigentlich? Darf man nicht mal Geld verdienen. Gut war das nicht, aber it's something. Silber. Ja. Vielleicht ist das Sieg schwieriger, aber auf jeden Fall. Ich denke, da könnte man schon Platin holen. So, zumindest ein Sektor schon mal raus. Meine Motorhaube hinten löst sich. Auch gut. Etwas weniger. Ah, verdammt! Das hätte eine gute Zeit werden können. Jetzt hat es nicht mal für Bronze gereicht. Und wieder habe ich so Pech. Den Gegnern.
Und der kommt einfach mal aus dem Nichts und überholt mich. Zumindest dieser Sektor sollte nicht nicht so schwer sein. Vierter immerhin. Durchschnitt. Silber, ja immerhin. Immerhin. Also nochmal. Sorry. Hoffentlich eine gute Landung, hoffentlich eine gute Landung. Ja, einigermaßen. Also, weiterer Sektor in Gold. Das ist gut. War nicht so gut. Das war etwas besser. Nur etwas, aber immerhin etwas. Hat noch nicht ganz gereicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Boah, da bin ich ja richtig runtergebremst worden. Ja, das war dieser Bremser. Natürlich habe ich nicht gebremst, aber es hat mich durch das Driften so extrem abgebremst. Ich darf da wirklich nicht zu viel lenken. Wie? Also wieder Gold, dieser Sektor ist eigentlich auch einfach. Da musste ich irgendwie etwas retten. Ach, Scheiße. Wenn da etwas nicht klappt in dieser Kurve, dann kann ich es gleich vergessen. Ja, super. Dankeschön. Vollidiot. Also, fehlt nur noch der zweite Sektor, wo ich Gold machen muss, aber das wäre natürlich schwierig. No!
Wäre natürlich auch ein Vorteil, wenn ich siegen könnte oder so. Wow, da war ich jetzt richtig schnell. Was war denn da los? Also, Gold. Jetzt muss nur noch dieses Sektor klappen. Am besten noch Erster werden, das wäre natürlich perfekt. Aber davon gehe ich nicht aus. Ja, da habe ich ja viel zu viel verloren. Leider, leider. Das wird nicht reichen. Aber vielleicht werde ich Erster. Das wäre natürlich auch praktisch. Also nochmal Gold und der Sieg. Also jetzt muss nur noch Platin klappen. Alles andere ist egal. Und Platin heißt natürlich in allen Sektoren Gold. Und zwar in einem Durchlauf. Ja, nochmal. Aber da muss ich jetzt natürlich nicht unbedingt gleich versuchen, Erster zu werden. Ich kann mir wirklich die Zeit lassen, die ich brauche. Kein Stress. Ja, super. Fährt man sonst schon langsamer als sonst, dann funktioniert die Landung nicht mal. Eigentlich wollte ich ein bisschen mehr Schwung, aber egal. Wieso kann ich den Sektor nicht fahren? Wieso bin ich so schlecht darin? Diese scharfe Kurve ist einfach der Schlüssel. Und wenn ich den nicht brechen kann, dann wird es schwierig. Wenn ich den Schlüssel nicht auflösen kann, dann wird es sehr, sehr schwierig. Also in dieser Runde hat gar nichts geklappt. Entschuldige. Das ist ein dummer Zeitpunkt, wo das passiert. Meine Fresse, was ist da jetzt los?
einfach nicht anständig fahren. So, ich denke, ich habe den jetzt genug Vorsprung gelassen. Super. Zumindest das lief ein bisschen besser. Aber reicht immer noch nicht. Scheiße. Aber jeder Sektor ist machbar. Das sehe ich schon. Aber es wird schwierig. Vor allem der zweite Sektor. So, ein Sektor ist zumindest jetzt Gold. Der erste Sektor ist eigentlich auch machbar. Hab ich auch schon geschafft. So, die Chance, dass es da klappt, ist immer noch da.